Ich arbeite ja eigentlich immer im Homeoffice, vielleicht eher im Gartenoffice. Und das ist ein sehr schönes Arbeiten, eine ganz nette Bürogemeinschaft aus lauter Pflanzen und Tieren. Früher habe ich in einer Etagenwohnung gewohnt und da war es manchmal ein bisschen eng mit all den Tieren zum Filmen und das ist jetzt alles viel einfacher. Jetzt leben fast alle vor der Tür, die ich filmen möchte. Wir haben hier einen ganz normalen Hausgarten mit fettem Lehmboden. Und wir haben in den letzten Jahren haben wir viele Beete angelegt, ein Sandbeet, ein Kalkbeet, ein Sumpfbeet, den Gartenteich, ein Schotterbeet. Und all diese Beete, die beherbergen unterschiedliche Pflanzenarten. Wir haben mittlerweile 300 Wildpflanzenarten, die hier wachsen. Und wenn man bedenkt, dass jede Pflanzenart so ungefähr 10 Insektenarten vor allen Dingen beherbergt und beköstigt, dann kann man verstehen, dass jetzt in den letzten Jahren hier wirklich auch viel mehr Arten angekommen sind. Und das macht wirklich einen großen Spaß, dann im Frühjahr immer zu gucken, was fliegt denn dieses Jahr und was ist jetzt neu im Garten. Und für meine Arbeit ist das natürlich auch sehr vorteilhaft. In unserem Gemüsegarten, da ist immer ziemliche Schneckenpower, weil wir kein Schneckenkorn streuen. Aber dafür kann man die Schnecken ganz toll filmen und beobachten, wie sie ihre Arbeit tun. Und weil wir Schnecken haben, haben wir auch Glühwürmchen und Igel und Kröten. Und das ist natürlich auch alles sehr schön im Garten. Und irgendwie ernten wir trotzdem immer irgendwas. Mir ist es wichtig, dass unser Garten eben kein Ort ist, an dem alle die ganze Zeit gegeneinander kämpfen. Da habe ich lieber ein paar Schnecken oder Blattläuse im Garten. Und wir leben friedlich zusammen und jeder kriegt ein bisschen Raum zum Leben. Es gibt natürlich auch Tiere, die einfach nicht stillhalten wollen beim Filmen. Oder es ist Wind draußen und man kann irgendwie überhaupt keine anständige Makroaufnahme machen. Und dann ist das ja praktisch, wenn man so ein Gewächshaus hat. Und auch dieses Terrarium, das hindert das Tier so ein bisschen, dass es gleich wegläuft. Es darf ja dann gleich wieder in den Garten. Aber für eine Weile ist das wirklich gut und da kann man schön arbeiten so. Für manche Aufnahmen braucht man auch mal ein Zimmer, zum Beispiel für einen Zeitraffer von einer sich verpuppenden Marienkäferlarve. Ja, und es macht natürlich Spaß, die Perspektive zu wechseln und mal im eigenen Gartenteich zu stehen und in der Perspektive der Wasseroberfläche zu gucken. Und dann stellt man fest, dass es eben nicht nur die Welt der Libellen gibt und der Molche hier im Wasser, sondern auch so eine ganz kleine Welt, die sieht aus wie Staubkörner. Das sind die Kugelspringer, die da am Rand vom Gartenteich leben. Ja, und das macht total Spaß, sich das anzugucken und so ganz neue Sachen zu entdecken in seinem Garten. Also ich glaube, ich muss zugeben, ich habe schon ein ziemlich schönes Homeoffice.